Ja, hallo Leute, willkommen zurück auf dem Kanal. Ja, heute, wie im letzten Tutorial angekündigt, werden wir mal ein eigenes Design oder na gut, nahezu eigenes Design in unser Template-System einbauen. Dazu habe ich schon mal hier die Seite von Bootstrap geöffnet. Ja, ich bin ein bisschen erkältet, aber das hindert mich nicht daran, für euch das Video zu machen. Und da werden uns einfach mal ein kleines Template, also ein kleines Design, Theme oder raussuchen, um das sich komplett selber zu basteln. Dadurch tun wir uns ein bisschen Arbeit sparen. Da gibt es ein paar schöne kleine Dinger, aber kommt halt nur darauf an, was ihr für ein Thema habt. Hier zum Beispiel haben wir ein Admin-Theme für ein Admin-Panel. Ich habe mir eine Login-Seite. Ich habe mir eins mit Karussell, was mir persönlich sehr gut gefällt. Dann haben wir noch ein Cover, ein Blog, wie so ein Blog. Und hier haben wir noch ein paar kleinere Jumbotrons, auch so ein schönes Template. Da haben wir den Standard von Bootstrap. Und hier einfach nur der Starter. Aber ich würde sagen, das Ganze ein bisschen zu vereinfachen, werden wir uns mit dem Block beschäftigen. Dem Block-Template, ne, Film hier. Sieht auch schön aus. Hier oben haben wir dann die Seiten und den ganzen Content mit ein bisschen Archiven und so also Kram. Das ist relativ simpel gehalten. Damit können wir dann zum Beispiel das ganze Template-System, was wir programmieren oder entwickeln, zusammen schreiben, können wir einen kleinen Block draus bauen, wo wir dann so ziemlich alles reinpacken oder versuchen reinzupacken, was halt so mit so einem Template oder also Funktionen in der von mir entwickelt geschriebenen Datenbankklasse nutzbar ist. Um jetzt hiervon den Code zu kriegen, machen wir einfach Rechtsklick hier irgendwo auf die Seite und dann gehen wir auf Seiten Quelltext anzeigen und kopieren uns einfach hier den ganzen Krempel. Hier den ganzen Krempel kopieren wir uns einfach, geben wir unser Projekt. Unter Templates haben wir unsere hier die Default-Seite. Und da kopieren wir das einfach rein. Ja. Entschuldigung. Und jetzt müssen wir gucken, wo wir hier unser Blog-Zeugs haben. Denn da kommt nämlich unser Blogpost, der kann raus. Unser Content rein. Der kann auch raus. Jetzt müssen wir noch eine drinne haben. Ja, okay. Da können wir jetzt hingehen, zum Beispiel hier. Hier das alles hier mal kurz auskommentieren. Da kommen wir auch noch zu. Bis hierhin. So. Ups. Na. So wollte es haben. So, und hier gehen wir jetzt nämlich hin, hier in unser Row, wo Blogpost steht, und machen uns da einfach PHP-Text rein, die kurze Variante, und schreiben einfach rein Content. So, ja, aufgrund dessen, dass wir jetzt aber ja, verschiedene Dinge brauchen, nämlich die Bootstrap, Min CSS und den ganzen anderen Krempel, machen wir uns hier einen neuen Ordner. Hier unser YouTube ist mein Ordner, wo ich drunter bastel. Nenne ich CSS und den anderen nenne ich einfach JS für JavaScript. Jetzt gehen wir hin, hier auf, gehen wieder zurück, geht Bootstrap auf die Seite. Hier unter Getting Started. Und dann können wir uns einfach hier das Ganze da reinkopieren. Wobei wir das Ganze noch etwas anders machen werden. Wir werden uns dann die. Ihr könnt euch das Ganze hier runterladen. Ich hab's schon. Ich gehe einfach hier bei mir über XAMPP in den Explorer-Modus.
Denn ich habe schon eine Seite angefangen, eine private Seite, die ich im Moment am komplett umschreiben. Ich gehe dann hier kurz mit HT-Docs, hole mir das hier raus. Wenn ihr Bootstrap noch nicht habt, ihr könnt euch einfach runterladen. So, dann packen wir noch die hier. Ihr könnt euch einfach runterladen. Auf Get Bootstrap geht ihr einfach hier oben auf Getting Started und dann hier auf Download Bootstrap. Nur ich gehe halt jetzt erstmal hier hin und tue die hier rein einfügen. So, jetzt haben wir hier schon mal die ganzen Dateien drin, die wir brauchen. Wie gesagt, wenn ihr Bootstrap noch nicht runtergeladen habt, hier oben einfach auf Get Bootstrap, dann auf Getting Started und dann hier Download Bootstrap. Dann habt ihr das auch. Ihr kriegt ja alle Dateien bis auf die Index-Seite, aber die haben wir hier selber geschrieben. Jetzt gehen wir einfach hier hin. Hier den Five-Icon, den können wir kurz drinnen lassen. Bootstrap Min. Dann müssen wir zwei Ordner zurück. Diesen Viewport, den können wir, der ist eigentlich Hexforce Surface, ist ein Windows 8 Bug. Den können wir uns auch noch besorgen. Hier gehen wir dann auch zwei zurück in CSS. Und den, das war Style CSS, wo wir unsere eigenen Style Tags reinpacken. Und ganz hier unten müssen wir auch noch was hinschreiben, nämlich wo war's? Hier. Ich will den hier. Den Pfad müssen wir anpassen. Und ja, wir packen die ganzen JavaScript-Dateien ans Ende von dem Ganzen. Denn dadurch haben wir halt den Vorteil, dass das Ganze flotter lädt. Und nicht erst hier die ganzen Dateien durchgelesen werden und. Denn die Dateien sind doch ziemlich groß, wie ihr hier seht. Also das ist schon recht viel, weil da so drinne steht und da geht halt alles ein bisschen flotter. So, gesagt, getan. Jetzt speichern wir das Ganze mal und rufen mal hier unsere Seite hier auf. Zack, macht er jetzt nicht. Warum nicht? Warum macht er das jetzt nicht? Der Vogel. Ich komme gerade auf meiner anderen Seite, wie ich das hier gehabt habe. Ja, doch mit zwei. Gut, hier ist ein doppeltes CSS. Können wir wegmachen. Mal gucken, wo der jetzt hier das Problem hat. Gehen wir mal kurz in die Indexseite und gucken mal kurz hier rein. So, machen wir hier oben überall mal schöne Punkte vor. Jetzt haben wir hier das Problem, da das nicht so ganz funktionieren will. Dann machen wir hier noch das gleiche in grün. Pages. Dann hier auch das gleiche in grün mit Templates. Kann sein, dass der da so ein paar kleine Probleme kriegt, denn das Problem hatte ich nämlich auch gehabt, wie ich meine private Seite gebastelt habe. Aber macht immer noch nicht. Hat mir dann hier gehabt. Config Template. Und hier hatten wir alles mit überall Template reingeschrieben. Template. Mach einfach immer nur eine Variable für ein Dingens, für ein Teil. Üben wir dann einfach immer wieder überschreiben. Template, Template, Template. So, jetzt machen wir einmal diesen hier. Okay, da haben wir das schon mal. Das Problem war einfach nur der Pfad hier. Template hat er nicht genommen. Und jetzt müssen wir hier hingehen und gucken, wo das Problem hier liegt bei dem Kollegen hier. Bootstrap. Wenn wir noch die Theme mit einbinden. Bootstrap. Bootstrap minus Theme.
min.min.css. Dieses min steht dahinter, dahinter steht einfach nur dafür, dass das Ganze eine minimierte Version von dem von der Datei ist. Da ist quasi im Endeffekt alles, ist alles, sage ich jetzt mal, abgespeckt. Abgespeckte Variante davon. Und dafür steht halt dieses min, damit er nicht so übertrieben groß wird. Gucken wir uns dann nochmal an. Jetzt gucken wir gerade, wo das Problem hier liegt. Ob der hier die Teile nicht genommen hat. Okay. Ups, falsche Seite. Gut, die Style CSS kann jetzt gerade erstmal gestohlen bleiben. Erstmal egal. Da haben wir es nicht. Okay, die hat er genommen. Das ist mal so ein Problem, dass der Hedi hier nicht irgendwie nicht gewollt hat. Bootstrap-theme.min.css. Okay, muss man gerade die Block-CSS organisieren. Die kriegen wir aber auch hier raus. So. Zack. Machen wir uns einfach eine neue Datei in den CSS-Ordner. Beziehungsweise nehmen wir direkt die Style-CSS. Kopieren halt einfach alles mal da rein. So. Jetzt müssen wir natürlich auch den Pfad hier von unserer Style-CSS ändern. So. Zack, und da ist unser Block. Nicht, doch nicht. Das haben wir eben ein Problem. Die können wir schließen. Blogpost. Achso. Ja. Das ist Blogpost. Dann müssen wir hier diesen, den hier wieder aufmachen. Und hier vor da abschließen. So. Wir wollen ja nur den Content von dem Blogpost haben. Ups. So, da haben wir's. Hier haben wir's. Das können wir natürlich alles nach Belieben abändern. Die Texte und so. Und im nächsten Ding-Part, denke ich mal, werden wir uns darum kümmern, hier den ersten Content reinzuballern. Beziehungsweise uns die ersten Seiten hier unter Pages zu erstellen, die zum Beispiel und die hier den ersten Content reinzuschlagen. Es wird allerdings alles vordefiniert sein. Um das Ganze dynamisch zu machen, werden wir uns dann hinterher das Admin Panel schreiben. Und da wird das Ganze dann doch ein bisschen ja, fokussierter auf die Datenbankgeschichte laufen. Jetzt haben wir uns dann alles noch ein bisschen schön vom Aussehen her. Aber sobald wir dann mit dem ganzen Krempel anfangen, dass wir die Datenbankanbindung wirklich mit wirklich komplett behandeln, bis dahin werden wir uns erstmal mit vordefinierten Texten beschäftigen. Und dann hinterher die ganze Datenbankklasse in dem Admin-Panel mit einbeziehen. Genau, dann sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr keine Videos verpassen wollt, lasst ein Abo da. Ich habe auch einen schönen Spenden-Button, wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr auch gerne spenden. Den Spenden-Button werde ich aber auch nochmal verlinken. Beziehungsweise den findet ihr bei mir auf meinem Kanal. Ich kann euch auch zeigen. Da könnt ihr mir natürlich auch bisschen was unterschustern. Ich will jetzt mit YouTube nicht so das große Geld verdienen, aber so eine kleine Spende natürlich freiwillig schon immer gerne gesehen. Den findet ihr auf meinem Kanal und dann hier oben da auf Spenden. Das ist dann mein Spenden-Button. Wenn ihr draufklickt, kommt ihr auf eine PayPal-Seite. Und dort könnt ihr mich dann unterstützen. Ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Let's Program. Und ja, ich habe vor, demnächst ein paar Livestreams zu starten. Die werde ich gegebenenfalls hier auf YouTube machen.
Und oder Feedbox, muss man gucken, wo am besten das Ganze hinpasst. Und dann könnt ihr mir zugucken, wie ich programmiere und euch mit mir unterhalten und. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, um kein Video zu verpassen. Ein Abo. Wie gesagt, Spenden sind auch immer gerne gesehen. Und jo, dann würde ich auch mal sagen, bis demnächst.